Herzlich willkommen in Naumburg. Mein Name ist Anke Fritsche. Ich bin in der Wirtschaftsförderung der Stadt tätig. Ja, hallo. Mein Name ist Silvia Kühl. Ich bin hier City Managerin in der schönen Stadt Naumburg an der Saale. Ja, Naumburg liegt im schönen Saale-Unstrut-Gebiet. Ein ganz tolles Weinanbaugebiet. Wer das noch nicht probiert hat, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Das Besondere an den Naumburger Unikaten ist, dass die direkt in Naumburg oder in unseren Ortsteilen hergestellt werden. Dass das alles Naumburger Künstler, Produzenten, Musiker, Handwerker sind, die eine eigene Idee haben. Also wir haben ganz unterschiedliche Bereiche. Also wir haben das auch nicht gegliedert rein jetzt nach Kulinarik, nach Handwerk, sondern das geht wirklich querbeet. Zum Beispiel haben wir letzten Jahr die Irina Krümling als Pianistin mit ihrer Naumburger Klaviermusik mit aufgenommen. Die hat zum Beispiel eine CD produziert, wo sie im Vorfeld recherchiert hat, welche Naumburger Komponisten gibt es denn, die speziell in Naumburg tätig waren. Und da sind eben Sachen zutage getreten, wo viele das auch in der Stadt gar nicht wussten, dass wir so bekannte Künstler hier auch haben. Also es trägt auch wirklich dazu bei, dass die Geschichte auch noch aufgearbeitet wird. Dann haben wir beispielsweise den Metallbaubetrieb Behnke. Die haben den Naumburger Schwibbogen aus Metall als Unikat eingebracht. Das wird mit einem besonderen Schneidverfahren, wird dieser Schwibbogen hergestellt und ist eben auch ein sehr schönes Unikat. Ja, dann haben wir noch unsere Ulrike Ludewig. Das war auch eine der ersten Unikatsträgerinnen mit. Die hat diesen wunderschönen Naumburg-Ring gemacht. Mehr Unikat geht dann auch nicht. Also mit den bedeutenden Gebäuden unserer Stadt drauf und unserem Stadtwappen. Dann haben wir noch, das kennt glaube ich fast jeder, also auf jeden Fall jeder Naumburger aus der Naumburger Stollen von der Bäckerei Block. Der Herr Block hat es sogar, der war in der ersten Zertifizierung im ersten Jahr dabei und sogar in diesem Jahr zum zweiten Mal mit seinen Kirschprinten. Ja, dann natürlich stellvertretend für unsere Region ist das Weingut Gussek dabei mit ihrem Naumburger Lagenwein. Das ist auch ganz wichtig. Dann haben wir den Jan Brändle mit seinem Met. Also was, eigentlich was ganz Untypisches für die Region, aber ist doch auch sehr gut angenommen worden. Dann haben wir noch den Stefan Rühlmann. Stefan Rühlmann ist ein nebenbei Unikatsträger, also macht hauptberuflich was anderes. Und in seiner Freizeit schreibt er Bücher mit Naumburger Geschichten, aber die sind nicht das Unikat geworden oder das Produkt, sondern er hat Ausmalpostkarten kreiert mit Gebäuden aus Naumburg, also mit dem Dom und Marientor zum Beispiel. Und das können dann die Kinder ausmalen. So werden eben die Kinder auch schon rangeführt an unsere Geschichte in Naumburg. Und dann haben wir noch den Glaser Lutz Gerlich. Der hat aus den Naumburger Domglasfenstern Lampen hergestellt oder stellt immer noch welche her. Auch was ganz Besonderes aus unserer Stadt. Ein weiteres Unikat ist die Frau Eva Kindler. Die hat Pappmaché-Figuren oder stellt die her. Das ist auch eine ganz witzige Idee. Sie nimmt dazu alte Naumburger Tageblätter, die zu Pappmaché verarbeitet werden und kreiert damit eben Figuren. Tierfiguren, Köpfe, also ganz schöne Sachen. Und in diesem Jahr haben wir neu ein Unikat dazu bekommen, Frau Doris Seifert. Und die malt Naumburger Bilder, Naumburg in Miniatur nennen sich die, auf Teebeuteln. Also es ist auch eine ganz verrückte Idee und das Schöne ist, sind aber auch die Personen, die hinter den Unikaten stehen. Und es ist für uns auch immer sehr interessant, was es in Naumburg einfach auch für Persönlichkeiten gibt. Und es ist eben auch schön, die den Naumburgern dann und den Gästen auch vorzustellen. Dann haben wir noch eine Familie Birnacki, die haben auch in diesem Jahr das Unikat bekommen. Die stellen Honig her, also ganz nebenbei mal angefangen zum Test und machen das jetzt ja, also eben schon ein bisschen professioneller und haben eben ganz eigenen Heimathonig entworfen und verkaufen den auch hier bei uns. Mir fällt noch einer ein, und zwar haben wir den Herrn Romberg. Das ist ein Böttchermeister, der uns im Ortsteil Rossbach ansässig ist. Und der stellt aus alten Trauben und Fassdauben stellt er Weinständer her. Also was auch wieder typisch für die Region ist und auch gut dazu passt. Ja, und dann haben wir noch ein zweites Mal Schmuck, und zwar den Münzschmuck von dem René Breite.
Der hat auch eigentlich nebenbei angefangen, aus alten Münzen Schmuck herzustellen. Und inzwischen läuft das so gut bei ihm, dass er sich damit selbstständig gemacht hat und auch ganz viele verschiedene Sachen dort auch ausprobiert. Aber mit dem Münzschmuck ist er auch Unikat geworden. Ja, und möglicherweise hat der ein oder andere in Naumburg schon am Steinweg einen ganz süßen, einen ganz besonderen kleinen Laden entdeckt. Und zwar ist das unsere Bürstenmacherin, ehemals Steinbrück, das ist die Frau Römer. Die sind in ganz alter Tradition, stellen die Bürsten her. Und das ist natürlich was unbedingt mit zum Unikat gehören musste, weil das ist etwas, was es, glaube ich, ganz, ganz selten noch zu finden gibt.